Essen mit belegten Brötchen und Kaffee stattdessen. Dazu Fußballtennis zur Entspannung. So sollen erstmals in der Vereinsgeschichte Bochumer UEFA-Cup-Träume forciert werden. Und wir gehen hinein ins Sonnenstudio Bökelberg, 29 Grad, Gladbach in Weiß mit den ersten Angriffsbemühungen. Dahlin, Flipsen. Nach 7 Minuten Sonnenbad, erste Aktion in die erweiterte Richtung Tor durch Kaller Flipsen. Der spielt ja zuletzt ganz gut. Die Bochumer ohne Topalovic, Baloschinski und den am Knie verletzten Donkov mit leichten Offensivproblemen zunächst gelöst durch eine Spitze, Michalke. Das aber ist Peschel. Dann kommt Schreiber. Schön herausgespielt, aber klare Torchancen bisher. Fehlanzeige, noch nichts Tolles in diesen ersten Szenen. Inzwischen beinahe 15 Minuten der Aktion Sommerfußball vorüber und dann gab es den ersten skandinavischen Appetithappen. Dahlin gegen Worsch und Pettersson. Erstmals Gefahr durch das schwedische Stürmerduo, das die letzten 5 Gladbacher Tore erzielen konnte. Ja, die Elfmeterfrage. Zunächst hält sich Dahlin Worsch vom Leib und dann nichts zu erkennen von einem Foul kracht's an Pettersson. Weiter die Gladbacher. Wieder Dahlin, der sehr bemüht war, auch schon hier am Anfang des Spiels. Flipsen. Foul oder nicht faul? Die Frage, aber Schiedsrichter Steinborn gleich zu sehen, winkt energisch ab. Eine Szene, die nicht hundertprozentig aufzulösen ist, die aber die Emotionen schürte. Ecke Gladbach. Fehler da hinten, Klinkerts. Schon eine halbe Stunde vorüber und nach wie vor nahezu arbeitslose Torhüter auf beiden Seiten. Aber wir hoffen weiter auf ein Stückchen Fußballkultur. Die Gladbacher versuchten es zumindest, die verkorkste Saison ansatzweise vergessen zu machen. Pettersson. Jetzt wusste auch Gospodarek, warum er gekommen war. Und ein anderer war da, der Mann, der Pettersson entdeckte, Trainer in San Sebastian, Bernd Kraus auf der Tribüne. Inzwischen Freistoß für Bochum, eine Sache für Worsch. Kaps. Die Spezialität vom kleinen Spielmacher und Bochum meldete sich wieder zurück ins Spiel. Das jüngste Team der Liga, knapp über 24 Jahre, der Durchschnitt jetzt mit einigen prima Aktionen. Peschel. Die Gladbacher bekommen in dieser Phase den Ball nicht raus. Wieder Peschel, vertan, dann nochmal Worsch, Darius Worsch und drin ist er, der kleine König der Bochumer mit dem 1:0. Die Gladbacher Hintermannschaft viel zu unentschlossen, reihenweise Schussmöglichkeiten für die Bochumer Spieler und dann war es geschehen. Der VfL Bochum, das ist vor allem Darius Worsch, 8 Tore hat er erzielt, 18 vorbereitet. Vielleicht ein Schuss ins UEFA Cup Glück. Darius Worsch. Und der Trainer, hilfloser Mitzitterer. Schieß doch, sagt er da eben. Peschel verstolperte, dann kommt gleich Worsch an den Ball. Und Worsch. Bochum auf UEFA-Cup-Kurs. Die Gladbacher haben 3 der letzten 6 Spiele verloren. Das schafft nicht gerade Selbstvertrauen, aber es tat sich was. Effenberg, endlich mal mit einem langen Pass. Pettersson. Erneut direkt auf Gospodarek, aber Gladbach drückte jetzt in der Schlussphase der ersten Hälfte. Es wurde auch Zeit. Kurz darauf ein Kopfballduell mit Folgen. Hutwelker und Gladbachs Klinkert stoßen mit den Köpfen zusammen. Klinkert musste mit Platzwunde ausscheiden, wurde in der Kabine mit 3 Stichen genäht. Für ihn kam
Fournier. Und die Gladbacher bestimmten jetzt das Spiel. Freistoß, Effenberg. Flipsen, drin. Na also, aber dann, aus der Freude wurde beim Torschützen blankes Entsetzen, denn der Treffer wurde nicht anerkannt. Warum eigentlich nicht? Schiri-Assistent Schütz hatte auf Abseits entschieden, Effenberg und Flipsen sauer und dies zu Recht, denn Dahlin, hier eingekreist, stand wenn überhaupt im nicht strafbaren Abseits. Fehlentscheidung, Halbzeit 1-0 für Bochum. Schiri Steinborn musste sich vor den Feuerzeugen schützen und ich kann versprechen, die zweite Hälfte, das wird eine ganz heiße Sache. Juskowiak war gekommen für Nielsen, also jetzt drei Stürmer in Weiß. Endlich Risiko und Gladbach begann gut. Dahlin und nochmal Andersen. Dicke Möglichkeit für den Abwehrchef. Kracht am Boden, der konnte aber kurz darauf weiterspielen. Die Borussia zunächst weiter dominierend, vor allem im Mittelfeld. Jetzt ein ganz klares Übergewicht, auch kämpferisch. 9. Schneider! Martin Schneider, die Allzweckwaffe schlechthin. Auf den steht eigentlich jeder Trainer. Und der, den er schon einige Male aus dem Team verdrängt hatte, legte auf. 9. Und dann das 1-1. Verdient und eine Kombination aus Risikobereitschaft und Glück. Schneiders Schienbein sei Dank. Der VfL Bochum hatte jetzt Probleme, das Spiel aufzuziehen. Gutes Vorchecking der Borussia. Jack, der gekommen war mit einigen Unsicherheiten. Fehlpass. 9. Jörg 9, spiel doch. So einfach ist das. Und die Glückwünsche kommen von seinem besten Kumpel Stefan Effenberg. Jörg 9 wollte abspielen. Ja, er musste eigentlich auch abspielen, aber keiner griff ihn an. Und dann nahm er eben die Einladung der Bochumer Hintermannschaft an, voll hinein ins Vergnügen. In Gladbach reden einige vom UEFA Cup. Wenn man Trainer Bongarts Reaktion sieht, ist man geneigt, selbst daran noch zu glauben. Nur gegen Bielefeld hat Borussia Mönchengladbach in der Bundesliga mehr Tore erzielt bisher. Und irgendwie muss das den Weißen in der Pause jemand zugeflüstert haben. Sie spielten auf. 9. Effenberg. Dahlin. Martin Dahlin. 2 Minuten nach dem 2:1, das 3:1 durch den Schweden. Die Bochumer Mittelfeldspieler waren nicht zurückgekommen und somit Martin Dahlins 8. Tor im 17. Saisonspiel für die Borussia. Und es blieb beim frühen Stören der Gladbacher. Das sonst so gute Kurzpassspiel der Bochumer wurde im Keim erstickt. Wieder Fehler, Jack. Flipsen. Und dann ein Pfiff von Schiedsrichter Steinborn. Handspiel von Eberl. Und diesmal lag er genau richtig. Klare Sache sehen wir hier. Und Keeper Gospodarek war gefordert. 2 Elfer wurden bereits gegen ihn verschossen diese Saison. Jetzt versuchte sich Lupescu. Die Gladbacher blieben ihrem 2-Minuten-Takt treu. Welche Wende in diesem verrückten Spiel. Und Gospodarek konnte einem langsam leid tun. 0 Chance für ihn. Der VfL Bochum hatte sich inzwischen aufgegeben. Wen wundert's? Mönchengladbach leckte die Wunden einer deprimierenden Saison. Juskowiak, Dahlin, Lupescu. Da ging jetzt alles. Juskowiak, auch der Pole, der unzufrieden ist mit der Reservistenrolle, an dem der 1. FC Köln stark interessiert ist, durfte also mal. Und wenn man schon mal einen Lauf hat, dann gehen eben auch solche Dinger rein. So, zur Abwechslung mal die Bochumer, von dem wir lange nichts gesehen haben. Worsch, der tauchte wie alle Bochumer unter in Hälfte 2. Hutwelker, munteres Tore schießen auf Ansage. Und die Bochumer verhinderten somit zumindest in die Nähe des Debakels vom September 94 zu kommen.
Da hatte es nämlich in Gladbach eine 1:7 Klatsche gegeben. Man muss eben aus allem das Positive herausziehen. Eine Szene haben wir noch aus einem kuriosen Spiel, in dem die Gladbacher in den zweiten 45 Minuten viel mehr Engagement zeigten. Flipsen, einer der besten. Szene noch nicht vorbei, denn ein weiteres Tor. Martin Dahlin, der er immer noch nicht weiß, ob er nach Rom zurückgeht oder nicht. Rund 3 Millionen D-Mark müsste ihm die Borussia pro Jahr hinblättern. In den nächsten 2 Wochen wird die Entscheidung fallen. Hier war die Entscheidung gefallen. 6:2 das Endergebnis, schützenfest am Bökelberg. Ein verdienter Sieg einer in der zweiten Hälfte überragenden Borussia. Und mein Kollege Uli Vogt danach auf Stimmenfang. Ich glaube, das Ergebnis geht in Ordnung. Wieso waren die denn geistig besser drauf? Ja, die haben den Ball besser laufen lassen. Jeder hat sich angeboten. Jeder wollte von denen den Ball haben. Und wir waren zu träge und, glaube ich, nicht mit 100% Einsatz hier dabei zu sein.